Hallo YouTube. Heute möchte ich euch das aktuell neueste Feststände-Messer aus dem Hause Rinnai vorstellen. Das ist das Modell 807 Wakita. Ich habe mir dieses Messer Anfang Mai bei Messer & Co. vorbestellt. Eigentlich hätte es schon letzte Woche verfügbar sein sollen, aber durch eine Verzögerung wurde dieses Modell erst heute ausgeliefert. Ich kann es schon vorab sagen, Weknife hat mit diesem Modell wieder eine sehr gute Arbeit abgeliefert. Die Verarbeitungsqualität der hochwertigen Materialien und die Auslieferungsschärfe suchen wirklich ihresgleichen. Weknife hat einmal mehr bewiesen, dass die chinesische Industrie längst im 21. Jahrhundert angekommen ist und sich nicht hinter ihrer westlichen Konkurrenz verstecken muss. Allerdings, für meinen Geschmack hätte dieses Modell ruhig ein wenig größer ausfallen dürfen, aber auch so hinterlässt das Wakita einen sehr positiven Eindruck. Beim Auspacken heute Mittag musste ich doch kurz lachen, wie klein dieses Messer ist. Das fällt unter die Kategorie Man's Jewelry, aber man muss ja auch bedenken, dass dieses Modell ein Neckknife ist und so auch beworben und verkauft wird. Das sollte einem natürlich vor dem Kauf klar sein. Dieses Messer hat sein Design vom erst 22-jährigen US-amerikanischen Kunststudenten und Messermacher Nate Matlack. Sein Anspruch an ein neues Messerdesign liegt in der Balance zwischen Funktionalität und Design. Seine Messer benennt er nach gefährdeten Tierarten, um auf Missstände aufmerksam zu machen. In diesem Fall heißt das Messer Wakita, das ist der kalifornische Schweinswal, der stark vom Aussterben bedroht ist. Durch genetische Verarmung, Umweltverschmutzung und das Schicksal als Beifang in einem Fischernetz zu verenden, gehen Experten mittlerweile davon aus, dass diese Walart noch in diesem Jahr ausgestorben sein wird. Das Modell Wakita ist ein modernes Neckknife im Kukri-Design. Ursprünglich kommt ja das Kukri- oder Kokuri-Design aus Nepal. Mit einer Klingenlänge zwischen 25 und 43 cm ist eine klassische Kukri ein großes Haumesser, das sowohl als Waffe als auch als Werkzeug benutzt wurde. Da das Kukri-Design in der Messerszene sehr beliebt ist und es nur wenige hochwertige Modelle mit diesem Design gibt, hat sich Weknife dazu entschlossen, ein Neckknife mit Kukri-Design auf den Markt zu bringen. Ich denke, die Umsetzung kann sich wirklich sehen lassen. Das Modell Wakita hat eine Gesamtlänge von 15,2 cm. Die auf 61 HRC gehärtete Fulltank-Klinge aus CPM S35 VN-Stahl misst 8,2 cm, davon geschliffen sind 8,8 cm. Das Messer hat eine Klingenhöhe von 2,5 cm, eine Klingenstärke von 3 mm und wiegt ohne Scheide 48 Gramm. Der Bereich direkt hinter der rasierscharfen Schneidphase misst im hinteren Bereich 0,7 mm und im vorderen Bereich 0,5 mm. Die Klinge hat ein Stonewash Finish, eine falsche Schneide über 2/3 der Klingenlänge und hier hinten ein 3,8 mm Lanyardloch. Die Klingenbeschriftung ist bei diesem Modell wirklich sehr dezent angebracht. Auf der Displayseite haben wir hier das Weknife Logo und auf der anderen Seite das Logo von Nate Matlack. Hier unten ist noch die Stahlsorte vermerkt. Der 3D-konturierte Griff besteht aus zwei Carbon-Griffschalen, die durch T6 Teux-Schrauben gehalten und bei Bedarf entfernt werden können. Zum Lieferumfang des Wakita Neckknife gehört neben dieser Tasche auch noch diese hochwertige Kydex-Scheide mit dieser schwarzen Kugelkette. So kann dieses Messer wie eine Halskette getragen werden. Das Modell Wakita liegt trotz seiner geringen Größe gut in der Hand und bietet auch bis Handschuhgröße 9,5 einen sicheren Griff und ausreichend Platz für Zeige-, Mittel- und Ringfinger.
Mit einer Klingenlänge unter 12 cm ist dieses Messer § 42a konform und somit auch eine gute Alternative für ein kleines Klappmesser. Einen großen Folder oder ein ausgewachsenes Fixed kann so ein kleines Backup-Messer natürlich nicht ersetzen. Damit ihr euch eine Vorstellung über die Größe und Proportionen des neuen Makita-Modells machen könnt, habe ich ein paar andere Messer aus meiner Sammlung zum Größenvergleich einmal dazugelegt. Wer ein ausgefallenes Neckknife in bester Verarbeitung und aus besten Materialien sucht, bekommt hier für knapp 110 Euro ein wirklich sehr besonderes Messer, das man so nicht alle Tage zu sehen bekommt. Auf Nachfrage bei WeKnife ist nach aktuellem Stand keine größere Version von diesem Modell geplant. Gut, dann sage ich danke fürs Reinschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal.